Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist es das Anmeldevideo der Jagd, denn wie jeden Sonntag um 18 Uhr gibt es bei mir auf dem Kanal mein Hunt for Rainbow Rare Charizard, was wir heute mal mit diesen vier Packs versuchen wollen. Ich habe letzte Woche schon mal angekündigt, dass es sehr wahrscheinlich so sein wird, dass die Jagd im April pausiert. Ich bin mir Stand heute immer noch nicht ganz sicher. Das heißt, ich werde das irgendwann im Laufe der nächsten Woche im Discord ankündigen, ob ich die Jagd jetzt pausiere oder nicht. Aber ja, ihr werdet auf jeden Fall irgendwie von mir hören und dann werden wir das auch hinbekommen. Denn es gibt ein paar andere Ideen, die wir cool machen können. Und dann würde ich sagen, machen wir das. Aber bevor ich hier aufmache, nochmal der Pot. Ich pack das mal nach hinten. So, der Pot aktuell ist Alola Mauzi, Deoxys, Cosmog, Vileplume, Diancy, Darkrai und Celestial GX. Also schon ein relativ ordentlicher Pot. Ein bisschen geht natürlich immer. Und deswegen versuchen wir heute mal für euch eine Rainbow Rare rauszuschlagen. Das wäre episch, da hätte ich wirklich Bock drauf. Aber mal gucken, ob das so funktioniert. Das wäre auf jeden Fall ein ziemlich netter Pot. Wir haben ja schon einmal immerhin eine Secret Rare gehabt. Da waren noch echt viele Anmeldungen bei. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal hinbekommen würden. So, Heatmore, Weakness Policy. Der Fokus hat keine Lust heute. Okay. Aha. Wobbuffet. Und Bruxish. Erste Booster leider nichts. Mit wird leider leer ausgegangen. Aber das macht nichts. Denn wir haben noch drei. Wird auf jeden Fall Zeit, wieder was richtig ordentliches zu ziehen. Letzte Woche war ja immerhin eine GX dabei. Das ist ja schon mal ein kleiner Lichtblick, könnte man sagen. Aber auch nur ein Lichtblick. Mehr ist es nicht. Dupider, Tangela, Hoothoot, Sandygast, Rhyhorn, Heatmore, Curlia, Simisage, ein Buffaland in Reverse und die Rare ist ein Porygon Z in Holo und somit eine weitere Karte für den Pot. Denn Holos habe ich immer noch alle. Jeder. Aber gut, wer so viele Packs von Burning Shadows aufgemacht hat. Ich meine, wir sind auch bald so weit, dass wir seit 6 Monaten das Rainbow Rare Glurak kannten. Von daher ist das echt, ja. So, wir haben einen Hit gehabt mit einer Holo, das heißt, der Code ist für euch. Ja, da kommt einiges bei rum, ne? Sag mal, die Artworks kenne ich mittlerweile auch sehr, sehr, sehr auswendig. Deswegen ist das alles nichts sehr Besonderes mehr, das Set für mich. Das ist echt ein bisschen schade, weil es wäre halt wirklich schön, mal wieder ein bisschen mehr von anderen Sets aufzumachen. Da muss ich echt mal schauen, dass das in Zukunft ein bisschen häufiger sein wird. Wir haben Tangela in Reverse und die Rare ist ein Beware in Non-Holo. Somit kein Punkt. Kein Punkt. Ja, weder ein Punkt noch was für ein Pot, noch was für meine Sammlung. So, Vanipede im letzten Pack für heute. Vanipede, Sneasel, Crabrawler, Rolls, Inkay, Gloom, Seedra, Bodybuilding Dumbbells, Gloom in Reverse und die letzte Rare fürs Opening ist ein Heracross. Non-Holo Rare. Und somit ist in dieser Woche nichts, ja gut, das heißt nichts, es ist eine Holo dazugekommen. Das heißt, aktueller Pot beläuft sich auf folgende Karten. Noch mal kurz, wir haben mal 3 Promokarten dabei. Das sind die 3 Promos, die wir haben. Cosmog Promo, Alolan Meowth Promo und Deoxys Promo. Das sind die Promokarten. Dann haben wir 4 Holos gezogen aus dem Set. Vileplume, Porygon Z, Diancy und Darkrai. So, legen wir das mal so ein bisschen hin. Es ist zwar ein bisschen
überbelichtet die Karten, aber geht schon, ich habe sie ja vorgelesen. Und sagen wir das, ja, nehmen wir es mal das Highlight, Celestial GX. Ist auf jeden Fall für mich die häufigste GX-Karte, die man in diesem Set bekommen kann. Lege ich auch dazu. Leute, heute ist das Anmeldevideo. Das heißt, wenn ihr gerne teilnehmen wollt, müsst ihr Folgendes tun. Ihr müsst dem Video einen Daumen nach oben geben. Ihr müsst selbstverständlich Abonnent des Kanals sein. Falls ihr das gerade als Premiere guckt, weil die laufen bei mir immer 18 Uhr als Premiere. Das muss unten unter dem Video in den Kommentaren stehen, nicht im Live-Chat. Das, haben sich schon einige gewundert, dass die doch was geschrieben hatten, aber nur im Live-Chat. Und dann nicht angenommen wurden. Naja, auf jeden Fall, wo war ich? Genau, Like, Abo und kommentieren mit dem Hashtag Regenbogen. Es hat sich so eingebürgert, dass wir Hashtag Regenbogen als den Hashtag für den Gewinn nehmen. Ich lege übrigens nochmal eine Lucario-Münze dazu. Habe ich gerade gesehen, dass ich davon noch eine hier liegen hatte und die sollte ich schon öfter haben. Ja. Gut, dann war es das von mir. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück. Die Auslosung wird auf jeden Fall nächste Woche Sonntag sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ein neues Hunt for Rainbow Red Charizard Video kommt oder ob wir tatsächlich die Pause machen im April. Da einfach mal Discord abchecken. Link in der Videobeschreibung zum Pokémetropole Discord. Da werde ich das im Kami-Channel auf jeden Fall veröffentlichen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn dir das Video gefallen hat und du teilnehmen möchtest, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, sei Abonnent des Kanals. Oh, schön, wenn man dieses Ende immer gleich sagt, dann ist das so, ja, hat sich so eingebürgert. Egal, macht's gut, euer Kami. Ciao.